So, dann herzlich willkommen zur nächtlichen Chartbeschau. Und zunächst einmal wieder der Risikohinweis, den jeder hier auch lesen kann, brauche ich nicht immer vorzulesen. Und dann schauen wir auch gleich zu den Setups im DAX. Das ist wirklich hier verblüffend. Als eben noch der Absturz kam, das war an diesem Tag Schlusskurs, war ich nicht ganz so optimistisch, aber direkt an der Börsenöffnung in der Nacht hatte ich dann sozusagen das Setup aktiviert und habe gesagt, hier mit Stoppkurs unter dem letzten Low wäre jetzt hier dieses Szenario doch sehr denkbar. Und siehe da, der DAX hat sich enorm an diese Marke, an die Weekly Marke herangeschlichen oder ist rangesprintet eher, nicht geschlichen, und kann ihn natürlich morgen bzw. übermorgen noch erreichen. Es liegen noch ja, knapp 100 Punkte da dazwischen. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich, morgen ist Thanksgiving und in Amerika wird nicht gehandelt und am Freitag dann nur ein halber Tag in Amerika, in Europa wird durchgehend gehandelt, auch die Futures werden, die US-Futures werden gehandelt. Aber es wird trotzdem relativ ruhig zugehen, außer es passiert ein externes Ereignis. Zwischendrin, hier ist jetzt noch der 15-Minuten-Chart, hatte ich noch an der alten Widerstandsmarke bzw. Sellmarke geschrieben. Hier kann man Teilverkäufe vornehmen. Wer auch hier Teilverkäufe vorgenommen hat und den Stopp nachgezogen hat, liegt hier eben, wie gesagt, seit Eröffnung liegt er gut 200 Punkte vorne. Und ein Risiko war eben von gut, ja, kommt drauf an wo, von gut 80, 90 Punkten. Also trotzdem noch ein CRV von 2. Im Tageschart sieht man noch hier die beiden Widerstandslinien bzw. auch das Widerstandsband. Das obere ist in etwa ja das Kursziel, was in der anderen Analyse angegeben worden ist. Mehr zum DAX. Also morgen werde ich sicherlich kein neues DAX-Setup vorstellen. Hier läuft es ja noch aktuell. Und es war auch noch hier, sage ich mal, eine weiße Entscheidung. Im Dow Jones haben wir ja Short gehabt, haben wir hier 100 Punkte mitgenommen, alles auch vorher klar definiert, beziehungsweise auch im Videos verständlich rübergebracht. Und hier gab es jetzt heute im ganzen Tagesverlauf eine Seitwärtsbewegung, also da war nichts sozusagen vorher bestimmbar, wo man hier ein- und aussteigen kann. Ist natürlich immer auch die, sag ich mal, wirklich die Kunst. Ich stelle ja die Setups meistens ein, zwei Stunden vorher rein und es ist ja wirklich nicht unbedingt absehbar, dass es dann sowieso so verblüffend gut läuft und dass auch dann der da jetzt hier auch der Dow Jones dann das macht, was er auch soll. Okay, dann kommen wir noch nur ganz kurz zu den anderen Setups. Hier das 3M Setup ist ein Short Setup, ist jetzt heute hier ja wirklich eine schöne, sage ich mal, Kerze hat sich hier eingefunden und könnte jetzt wirklich die Abwärtsbewegung weiter fortführen. Im Gold gab es hier nichts groß zu sagen mehr. Das wichtige Kaufsignal war eben auch benannt über dem EMA 200, was ich jetzt hier neu nur eingeführt habe. Die anderen sind alles alte Pfeile. Ist eben hier die Abwärtstrendlinie, ja. Und ab, wenn die jetzt gebrochen wird, könnte man also long gehen und sich auch sowieso an dem EMA 200 orientieren. Und man könnte dann hier das auf rund 1080 herabsetzen. Aber da werde ich morgen noch ein neues Setup vorstellen. Nur als Vorab-Info, dass hier jetzt noch nichts mehr lief und eventuell eben dann den Ausbruch wird dann eventuell gehandelt.
Hier beim Rohöl habe ich immer, beziehungsweise seit gestern eben auch erwähnt, hier ist erst eine Position eingestoppt worden. Jetzt mit dem heutigen Tag ist der ist die Buy-Trigger-Marke auch per Schlusskurs aktiviert. Zudem sieht jetzt auch die Kerze wunderschön aus. Was ich gestern erwähnt habe, hier könnte es eine bärische Flagge sein. Kann sich immer noch um eine bärische Flagge handeln. Aber ich habe eben auch betont hier, ich bleibe bei dem bullischen Setup. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit da war, dass es einfach unten jetzt durchrutscht. Aber hier sieht man eben auch wieder deutlich, man muss erst den Tag abwarten, um dann eben auch die Kerze wirklich beurteilen zu können. Also hier liegt man mit einer Position im Plus, in dem anderen ist man halt jetzt hier oben bei 43,18 oder sowas eingestoppt worden. Läuft auch nach Plan. Gut, hier habe ich jetzt seine Bund-Setup nicht dabei, aber das ist man auch leicht im Plus und habe eben auch schon erwähnt, dass man dort seine Gewinne teilsichern soll oder den Stopp deutlich anheben soll. Dann werde ich mich morgen wieder melden. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend bzw. schon einen guten Morgen.